Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir ein ganz einfaches Gespenst machen können, das wir dann für die Halloween-Dekoration verwenden können. Wir können am Ende hier oben einen Faden durchziehen, den wir dann auf beiden Enden verknoten, um das Gespenst dann aufhängen zu können. Oder wir besorgen uns so ein LED-Teelicht, positionieren dann das Gespenst darüber und das ist die zweite Variante. Das Gespenst ist ganz einfach und schnell zu machen. Wir brauchen dafür wirklich sehr wenig Material. Also unsere ausgewählte Wolle. Ich verwende eine 100% Acrylwolle. Ihr könnt dazu auch eine Baumwolle verwenden. Die dazu passende Häkelnadel, in meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 3. Wir brauchen eine Wollnadel, eine Schere und dann ein wenig Füllwatte. Für die Augen habe ich mir mit einem schwarzen Filz die Augen und die Nase ausgeschnitten. Solltet ihr keinen Filz zu Hause haben, könnt ihr natürlich auch Perlen oder Knöpfe verwenden. Und dann noch einen Klebestoff, um Augen und Nase zu befestigen. So, wir holen uns jetzt unseren Faden und unsere Häkelnadel zur Hand, machen zuerst einen Anfangsknoten und dann werden wir insgesamt 23 Luftmaschen anschlagen. 1, 2, 3, 4, 5 bis 23 und dann sehen wir uns wieder. Haben wir das gemacht, holen wir jetzt den Faden auf die Nadel, überspringen die erste Luftmasche, stechen in die zweite Luftmasche ein und machen ein halbes Stäbchen. Wir holen den Faden, ziehen ihn durch, haben jetzt 3 Schlingen auf der Nadel, dann holen wir den Faden und maschen alle 3 Schlingen gleichzeitig ab. Wir machen in die nächste freie Luftmasche auch hier ein halbes Stäbchen. Wir werden jetzt insgesamt 13 halbe Stäbchen machen. Also wir haben schon bereits 2 gemacht. In die nächste freie Luftmasche machen wir das dritte, das vierte, das fünfte. Sechste, siebte, das achte, das neunte, das zehnte, das elfte, zwölfte und dreizehnte. 13 halbe Stäbchen. Und jetzt werden wir in den restlichen 9 Luftmaschen 9 feste Maschen hineinmachen. Also wir gehen in die erste freie Luftmasche, stechen ein und machen unsere erste feste Maschen. Damit wir uns das Zählen ersparen, holen wir uns jetzt einen Maschenmarkierer und hier, wo wir die erste feste Masche gemacht haben, setzen wir den Maschenmarkierer an, so wissen wir, dass wo der Maschenmarkierer ist, beginnt die Reihe, wo wir mit festen Maschen weiterarbeiten müssen. Also wir haben die erste feste Masche gemacht, wir machen die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte und schlussendlich die neunte. Also haben wir in dieser Reihe 13 halbe Stäbchen gemacht und 9 feste Maschen. Wir beginnen die nächste Runde immer mit einer Luftmasche, wenden unsere Arbeit und wo wir die festen Maschen gemacht haben, werden wir immer feste Maschen darauf machen.
und auf den halben Stäbchen immer halbe Stäbchen. So, und jetzt machen wir wieder 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wo der Maschenmarkierer drinnen ist, das ist unsere 9. feste Masche. Wir ziehen ihn heraus einen Moment, machen unsere 9. feste Masche und dann setzen wir wieder hier den Maschenmarkierer an, sodass wir auf der Rückrunde, auf der Rückreihe wissen, dass diese Masche unsere 1. feste Masche ist. Und jetzt machen wir unsere 13 halben Stäbchen. 8. immer am Ende darauf, dass ihr die letzte hier nicht vergesst, weil die versteckt sich immer gerne. Also haben wir hier diese 2. Reihe beendet mit 9 festen Maschen und den 13 halben Stäbchen. Wir machen wieder eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit und beginnen von vorne. Auf den 13 halben Stäbchen machen wir unsere halben Stäbchen und wenn wir dann am Maschenmarkierer angekommen sind, machen wir unsere 9 festen Maschen. Am Ende angekommen, machen wir eine Luftmasche, wenden die Arbeit und so arbeiten wir uns jetzt weiter Reihe nach Reihe und das machen wir insgesamt für 24 Reihen und dann sehen wir uns wieder. So, meine 24 Reihen sind gemacht und das ist in der Zwischenzeit unser Resultat. Wenn wir dann die letzte Reihe gemacht haben, machen wir eine Luftmasche. Und jetzt müssen wir unser Teil so zur Hälfte legen, weil wir werden hier diese lange Seite zusammennähen. Eine ganz einfache Arbeit. Also wir stechen in die erste Masche auf dieser Seite ein und in die erste Masche auf der gegenüberliegenden Seite und machen eine Kettmasche. Dann gehen wir in die nächste Masche auf dieser Seite, in die nächste Masche auf der gegenüberliegenden Seite und machen eine Kettmasche. In die nächste Masche auf dieser Seite, in die nächste Masche auf der gegenüberliegenden und Kettmasche. Und das machen wir jetzt, bis wir hier am Ende angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Sind wir dann am Ende angekommen, machen wir noch eine Luftmasche, ziehen etwas fest, lockern die Masche und schneiden diesen Faden etwas länger ab, weil wir den dann fürs Vernähen brauchen. Zuerst ziehen wir mal den Faden hier durch. Und dann wenden wir unsere Arbeit, damit die Naht im Inneren bleibt. Ziehen auch unsere beiden Fäden hier heraus. Und jetzt holen wir uns unsere Nähnadel zur Hand, unseren weißen Faden, fädeln uns hier den Faden ein und schneiden diesen Faden etwas länger ab, so ungefähr 15 cm. Und jetzt holen wir unser Stück zur Hand und hier, wo wir die erste Reihe mit festen Maschen begonnen haben, haben wir immer diese Zwischenräume und hier werden wir uns jetzt den Faden durchziehen. Also wir stechen ein, kommen dann beim nächsten Zwischenraum heraus, ziehen Nadel und Faden durch. Hier lassen wir uns
ein Stück Faden hängen, damit wir am Ende der Arbeit mit dem Faden, mit dem wir arbeiten, alles verknoten können. Jetzt gehen wir in den nächsten Zwischenraum, kommen im nächsten wieder heraus und das machen wir die ganze Runde entlang. Und wenn wir dann am Ende angekommen sind, stechen wir wieder in die Stelle ein, wo wir gestartet sind. Jetzt können wir die Nadel entfernen und werden diese beiden Fäden ganz fest zuziehen. Achtet aber auch, dass sich der Faden nicht reißt. Wir ziehen diese zwei Fäden ganz fest zu und verknoten diese am Ende. Wir machen 2-3 Knoten. Und so haben wir den Körper vom Kopf getrennt. Wenn wir dann unsere 2-3 Knoten gemacht haben, holen wir uns unsere Schere zur Hand und schneiden diese beiden Fäden ab. So, wie gesagt, wir haben jetzt den Körper vom Kopf getrennt. Jetzt holen wir uns unsere Füllwatte zur Hand und werden den Kopf hier schön befüllen. Wir schauen, dass wir ihm eine schöne, runde Form geben. Wenn wir dann genügend gefüllt haben, ziehen wir den längeren Faden durch die Nähnadel durch und machen jetzt diese Arbeit, eine ganz einfache Arbeit. Also wir stechen hier oben immer in eine Masche, kommen hinten heraus, dann stechen wir von hinten nach vorne, ziehen Nadel und Faden durch. Dann wieder von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Wir machen so eine Art Zickzack. Und das machen wir jetzt, bis wir ganz rundherum das gemacht haben. Und dann sehen wir uns hier am Ende wieder. Am Ende angekommen, ziehen wir dann hier an diesem Faden fest, dass ich oben alles gut schließt und dann können wir uns den zweiten kürzeren Faden zur Hand nehmen und diese beiden Fäden verknoten. Wir ziehen immer etwas fest. Wir machen 2-3 Knoten, dass alles gut hält. Und dann werden wir diese Fäden hier im Inneren des Kopfes verstecken. Zuerst den ersten. Schneiden dann diesen Faden ab und das gleiche werden wir auch mit dem zweiten Faden dann machen. So, und wenn wir dann die Fäden vernäht haben, ich habe in der Zwischenzeit zwei Augen und eine Nase ausgeschnitten und sie mit dem Klebestoff befestigt. Wie gesagt, ihr könnt diese einfachen Gespenster aufhängen oder sie einfach auf ein Teelicht setzen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!